Hallo liebe Segelfreunde, ich bin hier auf der Boot, wie ihr sehen könnt, und ich habe hier einen Stand entdeckt, den ich hier gar nicht erwartet hätte, und zwar die Firma Ecoflow, und da habe ich den Franco getroffen. Franco, hallo. Ja, hi, grüß dich. Wer bist du, was machst du, was macht Ecoflow hier auf der Bootmesse? Ecoflow ist ein Anbieter für mobile Powerstation und mobile Energielösungen. Ja, das wissen wir. Genau, und wir stellen hier auf der Boot 23 aus, weil natürlich unsere Lösungen perfekt ins maritime Leben passen. Sei es kleine Segelboote, große Segelboote, autarke Stromversorgung, also selber Strom produzieren, speichern und nutzen, ist ein großes Thema unter anderem bei allen Wassersportfreunden dieser Welt. Das heißt, wenn ich jetzt so ein kleines Kajütboot habe, wo ich mir ein paar Flaschen Bier, ein bisschen Kühlschrank mitnehme für ein Wochenende zum Segeln, da habe ich ja meistens keinen Strom so richtig drauf. Da nehme ich dann einfach eine Ecoflow mit, kann mein Handy laden, kann meinen kleinen Kühlschrank betreiben und was noch? Ganz genau. Also du kannst ja quasi deinen ganzen Stromverbrauch über eine einfache Einheit wie eine Delta 2 kannst du regeln, indem du, das hier ist die Delta 2 als ein Beispiel. Die Delta 2 kannst du über ein Solarpanel laden. Die Solarpaneele seht ihr ja bei uns hier an der Wand in den unterschiedlichsten Formen. Flexibel, faltbar oder starr. So, damit könnt ihr Powerstations wie die Delta 2 laden. Die Delta 2 hat eine Kapazität von einer Kilowattstunde Strom, erweiterbar auf 2 bzw. 3 Kilowattstunden. Ja. Und damit könnt ihr den Strom komplett speichern und nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause losfahre, lade ich erstmal eine Kilowattstunde rein oder auch vielleicht 3, je nachdem. Genau. Und die nehme ich halt im Köfferchen mit. Genau, die nimmst du halt einfach hier. Das wiegt 9,5 Kilo. Kannst halt dir ganz einfach unter den Arm klemmen und dann mitnehmen auf deinem Boot. Gut, und wie lange reicht das, meinetwegen jetzt die 1 Kilowatt? Was kann ich damit machen, so einen Tag lang oder 2? Alles, was du sozusagen auf einem kleineren bis mittelgroßen Boot an Strombedarf brauchst, kannst du damit abdecken. Von einem kleinen Kühlschrank über eine kleine Herdplatte, deine elektronischen Geräte, wie du gesagt hast, selbst Fernseher, Laptop, Handy etc., Kaffeemaschine, kannst du damit problemlos mit Strom versorgen. Das heißt, ich habe die Ausgangsleistung, die maximale ist? Bei der Delta 2 ist es 1800 Watt. Erweiterbar bis 2700 Watt. Bedeutet, wenn du ein Gerät anschließt, was eine höhere Ausgangsleistung benötigt, so ist das gar kein Problem bis 2700 Watt. Das heißt, beispielsweise diese kleinen Kühlschränke, die man so gewinnen kann bei Gewinnspielen, bei Getränkeherstellern. Ja. Also ich selber weiß jetzt gar nicht, wie viel die an Leistung ziehen. Aber was man ja grundsätzlich von Kühlschränken kennt, ist, dass die am Anfang eine Stromspitze haben, die dann nach ein paar Sekunden abfällt. Korrekt. Das heißt, das ist kein Problem, die an eine Delta 2 quasi anzuschließen. Ganz genau, da hast du gar kein Problem mit, da musst du dir gar keine Sorgen machen. Die Dinger sind, wie gesagt, gegenüber Spannung geschützt. Und wir haben das mal aufgeführt, ganz einfach. Also selbst eine Mikrowelle mit 1300 Watt, ja, kannst du ganz entspannt eine Stunde laufen lassen. Also jedes Essen, was du mitnimmst, wenn du eine Mikrowelle hast und du willst was warm machen, kannst du das problemlos mit einer Delta 2 tun. Apropos Essen zubereiten, ich habe da hinten gesehen, habt ihr ja noch als Beispiel eine Kochplatte, eine Induktionskochplatte vermutlich. Genau. So, ich kann das mal zeigen, wobei, ob ich die jetzt an, die ist glaube ich nicht angeschlossen an der Stelle. Selbst Induktionskochfelder, das ist auch eine Delta 2, ja, funktionieren darüber. Das kann ich euch mal zeigen. Das ist ganz einfach, ihr steckt die einfach, es gibt insgesamt 4 Steckdosen. Da könnt ihr die Endgeräte einstecken. In diese Steckdosen könnt ihr die Endgeräte einstecken. Es gibt hier nochmal einen Sicherheitsschalter an und aus. So, der wird gleich wichtig, das zeige ich euch gleich. Das Ganze ist auch über die, über den Kfz-Stecker ladbar, als Beispiel, auf dem Weg zum Hafen. Mhm. So. So, und damit kannst du dann die Geräte steuern. Jetzt zeige ich euch mal, wie charmant und wie einfach das geht in der Benutzerführung. Jedes unserer Geräte bei Ecoflow, wie die Delta 2, hat eine App. Die App erkennt automatisch, welches Endgerät damit verbunden werden soll. Und in dem Fall sprechen wir hier von der Delta 2. Ihr seht, jetzt ist das umgesprungen, die Delta 2, diese hier. Müsste jetzt, glaube ich, die sein. Und beim Stromausgang, so, das ist sie nicht, weil sonst wäre sie angeschlossen. Dann nehmen wir die andere hier auf der Messe, die Delta 2. Wir nehmen die. Wir gehen in den Ausgang. So, und ihr seht den. Zack. Jetzt geht's aus. Habt ihr das gesehen? Ich mache es nochmal an. Also ihr könnt über die App, steuern, an- und ausschalten. Das bedeutet, wenn ihr das Boot verlasst als Beispiel und ihr habt noch die Kaffeemaschine an, als ein Beispiel, kannst du die aus der Ferne an- und ausschalten. Aber in der Delta 2 ist jetzt keine SIM-Karte verbaut.
Nein. Es geht über Bluetooth. Die Verbindung funktioniert über Bluetooth oder über Wi-Fi. So, du hast einen eigenen Account in der App. Dadurch wird das Gerät erkannt mit der Seriennummer und dadurch kannst du quasi das jederzeit an- und ausschalten. Das heißt, für so eine richtige Fernsteuerung, da brauche ich einen kleinen Mobilfunk-Hub, der mir jetzt auf dem Schiff Wi-Fi macht und dann die Delta 2 an den Hub verbinden. Korrekt. Und dann kann ich so weltweit das Schiff quasi überwachen, steuern. Kann ich auch etwas überwachen außer der Delta? Ja, du siehst ja den kompletten Stromeingang. Also zum Beispiel, wenn du im Hafen liegst und du hast die Solarpaneele aufgebaut, dann siehst du auch über die App den Stromeingang. So, dann weißt du halt, wie viel Strom derzeit produziert wird. Und dann weißt du, ob deine Delta vollgeladen ist oder nicht. Okay, was ich ja nicht so richtig verraten habe, ist, dass ich auch ein Smart-Home-Experte bin. Ja. Das heißt, ich kann mir jetzt eine Delta 2 aufs Schiff stellen, kann vielleicht noch eine kleine Überwachungskamera und ein kleines Smart-Home-System da ergänzen. Das Ganze wird permanent durch Solar geladen und ich kann eigentlich wochenlang, solange die Sonne scheint, hin und wieder mal, kann ich mein Schiff aus der Ferne immer ein sicheres Gefühl haben, dass auf dem Schiff alles in Ordnung ist und der Kühlschrank auch immer startklar ist. Den kann ich sogar, bevor ich aufs Schiff fahre, anschalten, damit er schon mal kalt ist. So können wir auch Smart Home Freunde, Das heißt, hier wird aus der Delta 2 macht man aus einer Segeljacht nicht nur eine energieversorgte, sondern eine smarte Segeljacht. Ein Smart Boat. Das ist der Trend der Boot 2024, Smart Boating. Jetzt habe ich verstanden, warum ihr hier auf der Messe seid. Ja, herzlich willkommen. Sehr schön. Genau, jetzt vielleicht gucken wir uns jetzt nochmal zusammen an die verschiedenen PV-Module, die es einmal da zur festen Installation gibt und auch die in den Tüten, in den Tragetaschen. Ah, die Kamera kommt auch noch. Warte, du brauchst das Mikrofon. Genau, so. Hier haben wir halt unterschiedliche Lösungen Solarpaneele. Wir haben einmal die flexiblen. So, ihr seht, je nach Bootform, je nachdem, wo ihr es anbringen wollt, sind die flexibel. Vorne auf dem Bug kann man die gut platzieren. Korrekt, 100 Watt in dem Falle. Plug and play. Ganz einfach reinstecken, Strom produzieren und speichern. Hier haben wir die festen Varianten. Die kommen auch direkt schon mit den Halterungen, sodass ihr die nur noch anbringen müsst und fertig. Kurz gebohrt und schon fertig. Und wir haben die großen faltbaren, in dem Falle ein 400 Watt Panel. Das kommt in einer Tasche, die hole ich mal kurz. So. So sieht das aus. In dieser Tasche werden die faltbaren Solarpaneele transportiert. Mhm. Könnt ihr jederzeit aufbauen und wieder wegpacken. Und die faltbaren Solarpaneele sehen wie folgt aus. Das sind diese Lösungen hier, die ihr hier seht. Ja, das ist 220 Watt bifaszial. Das heißt, von beiden Seiten wird hier Solarstrom oder Sonnenlicht absorbiert und in Strom umgewandelt. Das ist ja was für Schnee. Zum Beispiel, exakt. Ja. Also für alle Lebensbereiche, die auf dem Wasser oder Outdoor stattfinden, ist das komplette EcoFlow-Portfolio kompatibel zur Delta-Serie oder zu den unterschiedlichen Paneelen. Jetzt lass uns mal eben durchrechnen. Die Delta 2 kann eine Kilowattstunde speichern. Korrekt. Das große Modul kann 400 Watt, hast du gerade gesagt. Korrekt. Das heißt, 2,5 Stunden bei richtig knallevoller Sonne im Sommer. Ja, es dauert ein bisschen länger. Es dauert knapp 3 Stunden. Gut, genau. Am Ende kann man ja nicht mehr ganz so stark laden, wenn die Batterie bei 70, 80, 90% ist. Korrekt. Genau. Lithium-Eisenphosphat. Lithium-Eisenphosphat, also den neuesten Batteriestandard, verwenden wir. Genau. Der ist nicht nur der sicherste, sondern in Kombination mit unseren Patenten für Schnellladetechnologien und Überspannung. Dafür ist EcoFlow weltweit übrigens führend, weil wir die schnellste Ladetechnologien haben und die auch patentiert sind. Wie macht ihr das so grob? Weißt du das? Nein, ist ja ein Patent. Kann ich nachgoogeln. Kannst du versuchen zu googeln, ja, ganz genau. Aber die Kombination aus der Batteriechemie und der Batterietechnik, die Kombination aus der Schnellladetechnik, die Kombination aus dem smarten Batteriemanagement, was in unseren Geräten verbaut ist. Mhm. Beispielsweise erkennt unsere Batterie die Außentemperatur und steuert danach sich selber. Das heißt, wenn du sie in der Kälte benutzt, dann heizt sie sich erst selber ein Stück weit auf, damit sie dann die beste Performance bringt. Das hast du gerade, habt ihr das noch nicht verraten, oder die Kollegen auch nicht. Also genau, wer das nicht weiß, also LFP-Batterien kann man bis
Also unter 0 Grad soll man sie nicht laden. Das paar Grad runter geht, aber man lässt dann Sicherheitsabstand. Man kann sie bis, ich glaube, so 10, 15 Grad minus kann man sie noch verwenden. Also da kann man nicht weiter runter gehen. Und deswegen ist da eben eine Batterieheizung drin und auch natürlich Temperatursensoren, die auf der einen Seite eben schauen, wie kalt es ist. Und wenn es zu kalt ist für die Batterien, dann temperiere ich die hoch. Der eine oder andere wird das aus dem Tesla kennen. Wenn ich da sage, ich will zum nächsten Supercharger in 50 Kilometern hinfahren, dann fängt er ja auch an, das Batteriesystem entsprechend zu temperieren, entweder runterzukühlen, wenn es im Sommer heiß ist, wenn ich geheizt bin auf der Autobahn oder eben, wenn ich das Auto, die Batterie noch nicht so warm gefahren habe, wird es etwas, auch temperiert oder geheizt. Und das habt ihr auch drin. Das haben wir auch drin. Das wusste ich noch nicht. Siehst du? Also EcoFlow ist weltweit genau dafür bekannt, dass unsere Produkte, wie ich es eben schon mal gesagt habe, technologisch einfach einen großen Vorsprung haben. Mhm. Und zwar basierend auf dem Nutzer, auf der Nutzerfreundlichkeit. Also die Produkte verfügen über die neuesten Innovationen und Technologien, wie die Batterietechnologie. Über smartes Management intern und wie ich es ja eben schon mal gezeigt habe, alles App-gesteuert. Mhm. Das heißt, ihr habt die Transparenz, egal wo auf der Welt ihr seid, ja, und könnt selber autark euren Strom über Solar produzieren, könnt ihn intelligent speichern und dann wiederum für alle möglichen maritimen Szenarien benutzen. Sei es, ob ihr ein kleines Segelboot habt, ja, und ich sag mal Daytrips machen wollt, da lohnt sich sicherlich eine Delta 2. Mit eventuell Zusatzbatterien, je nachdem, wie hoch der Verbrauch ist und wie groß das Boot ist, ob ich mit 2 bis 4 Personen da drauf bin. Mhm, genau. Und alles, was größer ist, können wir uns auch anschauen. Auch dafür haben wir die Lösungen, nämlich die Power Kits. Mhm. Die könnte ich euch jetzt gleich mal zeigen. Das geht dann in den Bereich sozusagen B2B und in den Bereich halt größerer Boote, ja, die halt eine gewisse Elektronik schon vorinstalliert haben, ja, und die du dann aber autark mit Strom, wie gesagt, betreiben möchtest. Mhm, genau. Ja, ich denke, dann machen wir für dieses Video hier mal an der Stelle Pause und dann gehen wir rüber zu den anderen interessanten Produkten hier. Es gibt nicht nur die große Lösung, es gibt noch hinter der Kamera 2 Produkte. Ich bin aus dem Staunen nicht rausgekommen, muss ich sagen, und da gehört schon ein bisschen was dazu. Also seid gespannt. Bis gleich.